ich steh genau hier, wenn Gott mich sucht. Flow like I'm 18, do what I wanna do. Moves, Plan, hab zu tun, hänge nicht mehr rum. Wie ein scheiß Grashüpfer, ständig auf dem Sprung. Mache Moves in meinen Schuhen, dicker, jeder Schritt ist History. So, Billy, diesmal kriegst du keine Grüße von mir. Diesmal richte ich dir keine Grüße aus, du weißt auch ganz genau warum. Und an alle, die das Video hier sehen und mir zuschauen, bald kommt eine EP von Reportagen, die heißt Fette F***. Wenn ihr nicht wisst, warum, soll er euch erklären. Ah ne, jetzt schreibt ihr ihm ja wieder. Hört auf jeden Fall auf, ihm hier zu schreiben. Jiggy hat ihn nicht erwähnt, Jiggy hat nicht über ihn geredet, Jiggy hat nicht reacted. Da kriegt er nämlich ganz schön in den falschen Hals hier. Vogelperspektiv. Die Kamera auf Reportagen gerichtet, zack, bumm, in der Vogelperspektive. Was? Liebe geht raus in Reportagen, aber keine Grüße. Rein da. Achso, habe ich leider nicht drauf reacted, aber für mich der beste Song, den Reportagen gemacht hat, wirklich war, und der hat viele gute Songs, der beste Song war der letzte. Ich weiß nicht genau, wie er hieß, aber der war richtig gut. Reiches Herz fand ich richtig, 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 richtig gut. Ohne Spaß jetzt. Könnte wieder deep gehen. Wisst ihr, das fängt so ein bisschen an wie so ein, wie so eine Zelda-Melodie oder so. Wie so ein Spiel von so einem Super Nintendo. Nicht die Drums, sondern nur die Instrumentals. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Instrumente sind ja auch Drums, bevor jetzt hier gleich wieder irgendein Möchtegern-Rezo um die Ecke kommt. Ihr wisst schon, was ich meine. In meiner Jugend hab ich mehr gekifft als Masimoto. Ich war mal krank bei jedem Klassenfoto. Na, aber fühle ich direkt. Mehr gekifft als Masimoto. Ich zock NBA 96 auf der PlayStation 6, Mr. Masimoto. Liebe geht raus an Masimoto. Krass, Frosch im Hals, wie Franzosen. Das Lustige ist, ich glaube, viele Kiffer fühlen sich immer so herausgefordert, wenn irgendjemand kommt, so Kiffer und Ex-Kiffer, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich habe so viel gekifft. Ich würde jetzt am liebsten direkt sagen, ey, du hast niemals so viel gekifft wie ich und meine Jungs. Ich meine, ich weiß nicht, wie man mehr kiffen kann, sage ich dir ganz ehrlich. Und das nicht mal so mal über 3 Jahre, ja. Es ist ganz komisch, dass man sich damit brüsten will. Wie Dekolleté ist. Ständig nur am Hustlen hier, das ist mein Dojo. Keine Gnade. Digga, mit dir featuren ist für mich ein No-Go. Meine Geschichte ist hier drin in dem Beton. Und immer noch schauen die Rentner vom Balkon. Hab man. Ich mag die neuen Songs von ihm. Hab mein Lächeln nie verloren, bin zurück an meinem Ort. 2, 3, 4, 5 in Mathe, aber 1 in Sport. Ja, das fühle ich auch. 5 in Mathe, aber 1 in Sport, Digga. Und Sozial- und Arbeitsverhalten war auch immer ganz grenzwertig so. Was sind deine Lieblingsfächer? Sport und Kunst. Ja, wer fühlt's? Wer fühlt's? 900 in den Chat. Ich bin nie verloren, bin ich komm mit 900 Mann. Zurück an meinem Ort. 2, 3. Eine 5 in Mathe, aber 1 in Sport. Folge einer geraden Linie, jetzt zieht nur eine gerade Linie. Man war so sorgenfrei, als man als Kind im Garten spielte. Das stimmt. Man war so, ich zieh eine gerade Linie, ihr zieht eine gerade Linie, man war so sorgenfrei, wenn man als Kind im Garten spielte. Und ich habe letztens gemerkt, ihr kennt doch bestimmt so Gerüche und Geräusche, wenn man die hört, dass die einen so hart in so einen alten Moment versetzen. Es gibt so ein paar Geräusche oder Gerüche, wo man so an früher denkt, ne? Und was ist das für ein Geräusch? Ich kann es nicht, weil ich ein bisschen erkältet bin. Taube, es ist eine Taube. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich eine Taube höre, kriege ich schon kurz manchmal, und Taube sind ja wirklich jetzt keine beliebten Viecher, ne? By the way, brüte, wenn ich hier aus dem Haus, wenn ich die Kamera jetzt einmal umdrehen würde, genau aus meinem Fenster, ist ein Taubennest, wo Tauben brüten, ist auch ganz schön, gucke ich mit meinem Sohn immer. Manchmal, wenn ich dieses Taubengeräusch höre, habe ich im Kopf, wie ich als Kind im Garten spielte. Nicht im Garten hinten, wo die Wiese ist, sondern vorne am Eingang, wo es asphaltiert war. Wo ich mit Ball gegen die Wand gekickt habe und mit Hockeyschläger da stand und mit so einem orangen Hockeyball gegen die Wände gespielt habe und so. Es gibt so ganz komische Geräusche, so bei Taube ist es voll hart, ich weiß auch nicht warum. Wir waren die Banditen und die anderen waren Cops. Gab es Stress, rief mein Bruder aus dem 8. Stock. Die anderen waren Cops. Die Konsole tacken, holten alle Siege. Damals gab es GTA, nur ein Vogel. Ey, geil. Damals gab es GTA. Also, das fühle ich wirklich auch.
Ich hatte GTA und ich kam nie weiter als irgendein Level. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber damals gab es GTA nur in Vogelperspektive. Und dann kam GTA 3 und es war so voll so, was? GTA war, by the way, auch ein Game, was ich immer gezockt habe. Dann kam GTA 3 raus und auf einmal ist alles 3D und wie krass und du hast ein Autoradio und so, what? Im achten Stock, auf der Konsole tacken, holten alle Siege. Damals gab es GTA nur in Vogelperspektive. Man war der King, wenn man die Feinde auf die Bretter steckt. Die Grafik war der Wahnsinn, Alter. Für uns gab's nichts Besseres. Ja, die Grafik, das war wirklich, das also ich, krass. Ich mag an seinen Texten sehr, dass er eine, der schafft es schon, so Gefühle in einem zu wecken. Wenn er jetzt so sagt, es gab nichts Besseres, die Grafik war der Shit, ne? Natürlich meint er das irgendwie ironisch. Damals hat man das so wahrgenommen. Ich hab letztens, hatte ich so einen Moment, wo ich mit einem Homie auf der Couch saß und er hat gesagt, ey, das war, by the way, ist mein bester Freund, den ich seit der ersten Klasse kenne, ne? Und der lustigerweise, glaube ich, keine zwei Songs von mir kennt. Und das bestätigt mich aber noch in der Freundschaft zu ihm. Voll, weil der kennt den JGG eigentlich nicht. Der kennt nur den Janis und das bedeutet mir echt viel. Auch wenn er manchmal ankommt und sagt, ey, sag mal, hi Schatz, findest du, ich bin noch live. Findest du das nicht scheiße und so? Und der hat so ein schlechtes Gewissen. Ich sag, nee, Mann, das ist genau richtig, Alter. Ohne Spaß, genau, weil ich vertraue dir so, ne? Und der saß letztens irgendwann neben mir auf der Couch und hat so gesagt, ey, guck mal, was wir früher gezockt haben. Da gab's Vikings. Vikings, so ein Spiel. Oder Hyper Olympics. Hyper Olympics. Kennt ihr Hyper Olympics, Digga? Das ist auf Diskette. Wisst ihr, was eine Diskette ist? Wisst ihr, was eine Diskette ist? Hyper Olympics, Digga. Das habe ich gezockt. Und weißt du, wie krass das Spiel war? Früher für uns. Wisst ihr, wie krass es war? Du musst rennen auf den Pfeiltasten. Du musst immer so rennen. Junge, Junge, Junge. Und wenn du mir das anguckst, denke ich mir jetzt bei der Grafik, sag mal, das hat man doch niemals, haben wir das doch ernsthaft gezockt? Du kannst mir nur nicht erzählen, dass du so ein Game anmachst und es ernsthaft zockst. Oder, NHL, das ist 2006, 96, habe ich von Christian Kühn, heißt er. Und der hat meinem Vater irgendwann eine CD, zwei gebrannte CDs für Jannis. Einmal NHL 96, einmal FIFA 96. Das waren meine ersten FIFA-Games, da war ich 7. Und das haben wir wirklich gezockt. Ja, komm, geh mal Gameplay rein jetzt. Wir haben das gezockt. Ich mein's tot ernst. Wir haben das Richtige. Das waren krasse Games für uns. Und wenn du. Und du. Damals hat man die Grafik ja nicht als schlecht eingestuft. Damals war die Grafik normal. Wisst ihr, was ich meine? Das war ja normal. Und heute guckst du dir jetzt an, denkst doch niemals, Alter. Die haben doch die Grafik mit Absicht scheiße gemacht. Und das ist. Gab's ganz viele Games so. Das ist schon geil. Ich fahr durch die alte Gegend und die Tanke an der Ecke. Schon lange nicht mehr da. Oh, nice. Ein bisschen Sido-Flow. Sowas werde ich nie vergessen, denn ich kenne noch die Plätze, wo wir alle damals waren. Boah, fies. Hab mal nice, so hoch, gefällt mir richtig, richtig nice. Bin nie verloren. Ja, ich finde, er hat musikalisch eine ordentliche Schippe draufgelegt, so. Zurück an meinem Ort, hab mal Lächeln nie verloren. Fühle mich wie gelähmt, wenn ich das alles hier sehe. Fühle mich wie gelebt, wenn ich das alles hier sehe. Ein bisschen vielleicht too much rein betont, aber trotzdem nein. Zurück an meinem Ort, hab mein Lächeln nie verloren. Fühle mich wie gelebt, wenn ich das alles hier sehe. Was eine Odyssee, was eine Odyssee. Die schöne Zeit mit dir, Schwester, werde ich nie vergessen, geh ich durch. Boah, Digga, jetzt, er nimmt mich wirklich mit Back into Time hier ein bisschen. Das ist irgendwie ist heute ein bisschen Nostalgie-Stream, Alter. Was eine Odyssee. Die schöne Zeit mit dir, Schwester, werde ich nie vergessen. Ich werde sie auch nicht vergessen. Ich werde so viele Zeiten nie vergessen, wenn man so überlegt. Einfach, ich meine, es gibt so viele Beispiele. Vorher habe ich einen Jonesman-Track angemacht und da unten steht einfach 2005 und ich check, der ist 17 Jahre alt, der Song. 17. Ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich wirklich so von vor 20 Jahren erzählen kann. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr meinen Film? Früher hat man immer bei den älteren Leuten gedacht, die erzählt haben, ja, damals vor 20 Jahren, das war so vor allem so eine Ewigkeit, so, ja, vor 20 Jahren, einfach 20 Jahren, also, ne? Oder die Leute, die sagen, genieß jeden Moment, du wirst schneller älter, als du glaubst, und dann denkst du, ja, lass die Alten einfach labern, so, Pupp, 32, Sohn, 2 Jahre alt, denkst du, so krass, Alter, das ist, schon echt krass, Alter, und es gibt so Zeiten, an die, es gibt wirklich so Momente, an die erinnere ich mich so hart, als wären sie wirklich gestern passiert. Und diese Erkenntnis, die habe ich noch nicht lange. Also, das weiß ich, aber dass ich dann so auf die Idee komme, dass ich jetzt manchmal so Erinnerungen habe,
Zum Beispiel, was ich nie vergessen werde. Es könnte jetzt gleich wieder ein bisschen emotional werden. Ich glaube, man merkt es nicht nach außen, aber mir geht es wirklich nah. Mein zweiter Sommerurlaub, ne? Der erste Sommerurlaub in Italien war 1997. Und 1998 haben wir Urlaub gemacht an einem Campingplatz, der hieß La Grata am Bolsenersee in Italien, ne? Und wir waren dort mit Freunden von uns, ich dropp nur die Vornamen, Birgit, Erich und der Sohn hieß Ole. Und wir waren dort zusammen Camping machen und an diesen Urlaub erinnere ich mich, ich sag dir for real, als wäre es gestern, wie wir dort Sonnenbarsche gefangen haben, da gibt es so kleine Barsche, die wir gefangen haben, wie wir nachts Kröten gesucht haben, wie wir essen waren, wie der Giorgio hieß der Chef, Giorgio, da in diesem, ich habe die Story irgendwann schon mal erzählt, auf diesem Campingplatz ist übrigens mein damaliger, aka mein Spitzname, Otto Panini entstanden. Weil ich bin jeden Morgen dort Brötchen holen gegangen und Brötchen heißt Panini und Otto halt 8. Und für meine Familie, wenn man vier Leute, jeder 2 Brötchen, Otto Panini. Und irgendwann hat sich das so eingeprägt, dass mich jeder, ich war halt so, ich war ein auffälliger kleiner Junge halt, stahlblaue Augen, blonde Haare, auffällig grinsend, hihi, so süßer, so, ne? Und irgendwann haben mich dort alle Otto Panini genannt und es war so ein Running Gag. Und wir waren danach, seitdem fahren meine Eltern übrigens auch nach Italien und haben dort ein Haus. An diesem Bolsenersee haben meine Eltern ein Haus. Und das sind Momente, die ich nicht vergesse. Die ich niemals vergesse, in meinem ganzen Leben nicht. Und das sind wirklich so, hier ist die Isola Bizantina, da gibt es noch die Isola Marta, da gibt es verschiedene Inseln. Und das ist einfach, wenn ich das jetzt, das ist halt so krass, weil wenn ich das jetzt einem, beispielsweise meinem Neffen erzähle oder dem Neffen von meiner Freundin, der ist jetzt 13, wenn ich dem erzähle, wie lange ist das jetzt her? 98? Scheiße. Wie lange ist das jetzt her? Nee, nicht Otto. Otto ist 8, italienisch. Otto ist griechisch. 24 Jahre. 24 Jahre ist es jetzt her. Ne? Und wenn ich jetzt meinem Neffen erzähle, beziehungsweise dem Neffen von meiner Freundin, der jetzt 13 ist, vor 24 Jahren damals, denkt der, schwätzt mich nicht voll, du Opa, Alter. Laber mich nicht voll. Du Opa, 24 Jahre, Alter. Ne? Und das ist halt schon krass. Und mit einem anderen Gedenken gehe ich jetzt ran, mit anderen Gedanken und mit einer anderen Glaubhaftigkeit gegen dem Erzähler gegenüber. Sprich, beispielsweise meinem Vater, wenn er mir erzählt, letztens zum Beispiel, das ist auch krass, vor 4 Tagen haben wir mit meinen Eltern telefoniert, die sind auch gerade in Italien und da saßen die da, das ist das Lieblingsrestaurant von meinen Eltern schon immer, Cicetto, das ist wie habe ich den richtig geschrieben? Das ist so ein Lokal mitten am See, egal. Jedenfalls habe ich mit meinen Eltern telefoniert, FaceTime, mein Sohn war dabei, meine Eltern haben mir gesagt so, ach du rufst passend an, dein Vater und ich kennen uns heute seit 41 Jahren, nicht seit 41 Jahren verheiratet, vor 41 Jahren haben sie sich kennengelernt. Und ich denke mir, krass, 41 Jahre. Und vor so 5 Jahren oder so habe ich noch gedacht, schwätz mich nicht müde, du Oma. Und jetzt denke ich mir, 41 Jahre, das dauert nicht mehr lang, da kann ich auch über Geschichten erzählen, die 41 Jahre. Versteht ihr meinen Gedanken? Zum Glück schweift Jiggy niemals ab. Naja, ich finde, das ist schon, gehört schon zum Abschweifen, aber es ist jetzt schon nicht so weit abgeschweift, geschwiffen, finde ich. Denn die letzte Zeile, an die ich mich erinnere, von Reportagen waren, irgendwas alte Zeiten oder die Zeit, ich schwöre dir, ich werde sie nie vergessen. Und ich wollte einfach nur diese Line so hart appreciaten und relaten und euch zeigen, dass ich sie so hart relaten kann, dass ich euch einfach mal kurz mitgenommen habe. Was eine Odyssee. Die schöne Zeit mit dir, Schwester, werde ich nie vergessen. Gehe ich durch die Straße, rieche ich immer noch mal Lieblingsessen. Deine Probleme. Jetzt kommt er auch noch mit Lieblingsessen an. Jetzt kommt er auch noch mit Lieblingsessen, wenn ich gerade hier von da Cicetto, von dem Cicetto, den meine Eltern übrigens nur Mauro nennen, weil er heißt Mauro. Ja. Meine Eltern sind auch voll krass, die sind halt schon so halb Italiener, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ist manchmal ein bisschen cringe, weil meine Eltern so hart auf Italiener machen. Meine Mutter spricht fließend Italienisch, glaub mir. Die läuft durch Italien, du denkst, das ist eine Italienerin. Die spricht fließend so, ne? Und die ist auch da mit jedem, die läuft schon durch die Stadt und alle grüßen sie und hi und da, keine Ahnung und so, ne? Egal, Lieblingsessen gibt's viel in Italien. Also in Italien, kannst du nicht. Das Lustige ist, eines meiner Lieblingsessen in Italien heißt original Kotze. Ne? Jetzt werden erstmal denken, was laberst du, ne? Aber das ist Kotze, halt Miesmuscheln. Miesmuscheln, als man das noch alles problemlos essen durfte. Das ist nun auch eine Kindheitserinnerung, ne? Kotze con Pomodori. Digga. Ich sag dir in Deutschland, ich finde sowas voll ekelhaft, auch so Austern und so, geh weg. Ne? Aber diese Miesmuscheln,
mit so einem Pane Comune dazu. Mit so einem richtig schönen italienischen Brot und du tippst da rein. Ich könnte hier gerade alles voll sabbern, glaub mir. Mir läuft hier der Speichel in der Fresse gerade zusammen, Alter. Ich könnte hier einen Bach runterlaufen lassen. Aber jetzt wirklich back to topic. Werde selbst aktiv, wenn du unzufrieden bist. Und hast du es geschafft, ist alles andere ein Fliegenschiss. Digga, vertrau mir, denn ich weiß, wovon ich rede. Blutsauger 3, auch mit Messer an der Kehle. War das jetzt so ein Blutsauger 3 Teaser oder so? Oder? Nicht der gleiche, nein, wenn ich hier nicht gewohnt hätte. Niemals. Wir taggen unsere Namen an die Stromkästen. Ich wäre nicht der gleiche, wenn ich hier nicht gewohnt hätte. Wir taggen unsere Namen an die Stromkästen. Krass, Tagger war ich nie, aber das sind schöne Zeilen, die einen so mit in seine Welt irgendwie reinnehmen. Und die ganzen Geister, die ich rief, kann ich mittlerweile sehen, so wie Ichigo vom Bleach. Tabletten machen. Bin ich out bei so einer Zeile. Ja, so wie damals stehe ich immer noch am Ufer. In einer roten Weste wie bei Back to the Future. Verstehe ich leider die Zeilen nicht, aber die nehmen einen so gefühlsmäßig schon auf jeden Fall mit. So. Das ist ein nices Feeling hier alles in allem. Und es ist echt und es ist irgendwie beruhigend so im Vergleich zu der schnelllebigen Welt, zu dem Highspeed, in dem die ganze Deutschrap-Szene auch fährt. So. Zu dem mach was, erreich was. Hab so viel Flex wie möglich, Digga. Flex over everything, Digga. Zeig den Leuten, wie krass du bist. Das ist schön, dass es da noch so normale Köpfe irgendwie gibt, so. Das ist schön, beruhigt mich. Ist schon so ein bisschen Seelemucke, Seelenmucke, so Seelenfriedenmucke. Hook erinnert mich wirklich ein bisschen an Sido, so vom Flow. Hab mein Lächeln nie verloren, bin zurück an meinem Ort. Hab mein Lächeln nie verloren, fühle mich wie gelebt, wenn ich das alles hier sehe. Fühle mich wie gelebt. Seine Odyssee, was seine Odyssee. Schöne Nummer, also wirklich auch eine richtig schöne. Steh ich drauf, Mann. Richtig schöne Nummer.